Das ist doof gemacht hier mit diesen Manchos. Manchos sind sowieso scheiße. Hm. Erinnert euch doch bitte mal an Jane's Muncher-Hack. Oder dieser erste Hack von Matt Baron vs. Priest damals. Von ihm. Also nicht meinen, sondern sein. Das war nicht nett. Ich hab die Muncher ja zumindest noch umgedreht. Knack. 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 So. So, jetzt geht's ins Piratenschiff, oder wie sieht's aus? Jawohl. Und in Hommage an die Original Super Mario Bros. 3 Teile ist das hier sogar noch mit Autoscroll. Wahnsinn. Ich muss wirklich gestehen, Super Mario Bros. 3 fand ich doof. Ich mochte das nicht. Ich mochte es einfach nicht. Weiß nicht warum, aber ich fand es nicht so toll. Ich meine, die Ideen, die waren klasse. Außer ich weiß immer noch nicht, was es bringt, sich in eine Statue zu verwandeln. Aber das ist vielleicht nur ich. Vielleicht bin das nur ich. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber das ist... Da müssen wir ja gar nicht drüber reden, das ist... Ach Mann. Wahrscheinlich brauche ich den Schlüssel nicht mehr. Ich glaube, es kann auch nur ein Secret Exit pro Level geben, das man mit dem Schlüssel öffnet. Deswegen brauche ich den hier definitiv nicht mehr. Aber vielleicht muss ich ja irgendwo noch einen Keyjump machen. Man weiß es ja nicht. Hier zum Beispiel. Um da oben links hinzukommen. Keyjumps, ne? Das ist auch böse. So. Okay, jetzt sind wir hier. Oh. Ja. Das wird schon wieder ein bisschen ekelhafter hier. Ich bin froh, dass wir das bald geschafft haben hier. Schaut mal. Es wird sogar noch schneller. Ach, eins von diesen Levels ist das. Ich muss gerade mal was loswerden. Spinefork hat mir einen schönen Hack geschickt. Für einen Mario-Almanach. Der ist richtig genial geworden. Also, ich habe schon teilweise reingeschaut. Und was ist das jetzt? Hä? Was willst du gerade von mir hier? Also, der ist wirklich so ein auf Null kalkulierter Hack. Aber mehr Rätsel als alles andere. Ich hätte den Schlüssel nicht gebraucht. Ja, dann schmeiße ich den jetzt hier runter. Vielleicht treffe ich damit irgendjemanden. Oder ich kann hier noch irgendwo ein Schlüsselloch öffnen. Was ich allerdings nicht glaube. Nein, nein, das funktioniert alles nicht. So, tschüss, weg damit. Okay. Für alle Leute, die keinen Bock haben, können wir theoretisch hier schon Schluss machen. Mal wieder. Aber das machen wir ja nicht. Wir geben uns den ganzen Spaß bis zum Ende. So, schaut mal. Wir sind wieder bei den Trials. Gehen wir mal hier runter. Ach ja. Das ist so gemein, dass er hier solche Sachen hinmacht. Von wegen, ja, wenn du denn jetzt den Switch Palace hier aktiviert hättest, ne, dann wäre das ja kein Problem mehr für dich. Aber so ein Switch Palace gibt es ja leider in diesem Spiel nicht. So. Epic Win! Aber das finde ich wieder so scheiße. Jetzt haben wir wieder zwei Orte, wo wir lang gehen können. Da habe ich keine Lust zu. Oh ja. Das sieht nach Spaß aus. Gut, dann wollen wir mal ein Sicherheits-Safe-Set setzen. So, das kennen wir schon. Einfach runterspringen. Zack. So. Gut, 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 gut. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier auf On drücke. Nix. Ich hasse es, Dinge mitzunehmen, die ich gar nicht brauche. Ist auch in der Uni so. Wenn dann irgendjemand sagt, ja, bringen Sie mal Buch so und so mit. Und du das... Ja, die sagen das ja vorher anderen, wollte ich damit sagen. Und du bringst es dann, blöd wie du bist, einfach mit und dann vergessen die, dass man da überhaupt was drin machen wollte. Und das finde ich dann immer doof.
Ich mag es lieber, wenn man Sachen mitbringt, die man auch braucht. Und das gleiche gilt natürlich auch für Mario Hex. Ach, schon wieder so ein Scheideweg hier. Achso, den letzten Scheideweg hatten wir ja bei diesem Geisterschloss gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich mir das jetzt nochmal geben werde. Okay. Oha! Ich könnte das Spiel jetzt durchaus nochmal durchspielen, und zwar indem ich das hier aktiviere. Ach, aber ich glaube, ich mache das einfach nicht. Ich mache einfach eine Stunde voll. Nö. Nö, nö, nö. Außer ich komme jetzt hier überhaupt nicht mehr weiter. Dann ist das natürlich... Nein, selbst dann nicht. Dann hängen wir ja hier eine Stunde dran. Das kann ich euch ja auch nicht zumuten. Okay, ich habe gehört. Wir sind wieder im Geisterhaus. Ja, habe ich richtig gehört, ne? So. Okay. Hier wird mir ja einiges abverlangt, ne? Merkt ihr das? Es ist kein Geisterhaus, es ist ein Eisterhaus. Haha! Brumtsching! Ja, das ist doof. Ich will den P-Switch nicht verdaddeln für sowas. Aber das ist auch schwer hier durchzukommen, wenn alles vereist ist. Auch ohne Eis wäre das, glaube ich, eine ordentliche Nummer hier. Ja, ja, komm. Machen wir so. Oh Gott. Wheel of Fortune. Of Miss Fortune wahrscheinlich eher. Ist aber schwer, die Viecher hier auseinanderzuhalten, wenn das... Ich geh mal ganz... Ach, den hätte ich mal wieder nicht gebraucht. Das ist so schön. Der war für sowas zuständig. Okay, reicht das? Ja, reicht. Rein da! Oh mein... Guck mal hier. Rutschig. Rutschig das Ganze. Rutschig. Das ist doch wohl... Das ist gemein hier. Solche Labyrinth-Sachen, das geht nicht. Das ist solche Labyrinth... Ich will so ein Labyrinth nicht. Ich will das nicht. Mensch. Okay. Machen wir mal ein Safe State und dann rutschen wir mal darüber. Ja. Fein. Okay. Ich überlege jetzt aber mal, wo ich lang muss denn. Verdammt nochmal. Hier unten. So. Ach, Mann. Gott, bitte mach, dass ich... Hä? Ach so. Ja. Ja, ist ja eigentlich recht einfach, was sie hier von uns wollen. Aber man muss erstmal drauf kommen. Aber die größere Frage bei mir ist dann gerade, was soll ich damit anfangen? Was soll ich damit anfangen? Ich logge einfach mal den Kerl hier aus seinem Bunker raus. Und dann... So geht doch auch. Ist gar nicht, was ich hab. Ah, ja. Jetzt sind wir ganz woanders. Schön. Willkommen in der Eiswelt. Hier liegt Schnee. Genauso wie in meiner Grundausbildung bei der Bundeswehr. Da lag auch Schnee im Juli. Den ganzen Tag. Und warm war's. Ich habe einen Sonnenbrand gekriegt. Überall. Obwohl Schnee lag. Oh. Ich glaube, das ist auch so eine fiese Geschichte, wenn man hier so Schnee wirklich kombiniert mit Plattformen. Aber ich komme hier weiter. Ach ja, endlich mal wieder eine Feder. Die Feder ist stärker als das Schwert. Aber bestimmt nicht stärker als der Kanonenwilli hier.
Ey, das ist doch wohl. Warum gibt's da so viele von? Wer denkt sich das aus? Jetzt kommt noch einer. Moin! Ah ne, der kommt von unten. Ja, moin! Und jetzt noch einer. Moin! 10 davon am besten. Nee, da will ich nicht lang. Das ist mir dann doch so ein bisschen zu beklemmend. Ich habe ja hier meine Feder gekriegt und... Ach, das hat uns noch gefehlt. Ein Eispalast. Ho, ho, ho. Ja, leg dich nicht mit mir an, Junge. Es kommt der Tag. Da will die Säge sägen. Nein! Ich möchte da drauf. Ich möchte nicht zerfleddert werden davon. Ich möchte einfach nur ganz friedlich hier durchlaufen. Ich habe euch übrigens nichts getan, Leute. Das ist ein ganz perfides Spiel. Ach, hatte ich die Diskussion mit Gate, dass eigentlich Mario und Bowser unter einer Decke sind und dass die ganzen Abenteuer immer nur gemacht werden, um die Steuern zu hinterziehen und die ganzen Minions deswegen sterben müssen? Finde ich ein bisschen gemein. Ach so, jetzt haben wir mal wieder die Möglichkeit, das ganz anders anzugehen. Und hier können wir auch noch mal nach links und rechts. Ich gehe mal hier links lang. So. Ah, warte mal. Nee, ist warm geworden. Ach so soll das sein, ja. Hat jemand die Heizung angemacht? Ah. Bringt es natürlich nichts, nach links zu laufen. Zumindest vordergründig nicht. Wie soll das ein normaler Mensch schaffen? Ja, mach das weg. Ich will den Pilz nicht. Ja, fahr wieder zurück. Verpiss dich, genau. Oh. Hallo. Der ist doch astrein erwischt worden. Ach, komm, geh da rein. So. Und was es jetzt mir gebracht hat, wenn ich das im Sommer gemacht hätte, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall bleibt hier mal Zeit für ein Sicherheits-Safe-State. Haben wir ja schon so lange keinen mehr gehabt. Oh. Ich habe gedacht, das ist ein Ein-Level-Hack, das dauert nicht lange. Bin ich innerhalb von einer Viertelstunde mit durch. Ist nicht. Ich sitze hier schon eine Stunde. Und auch hier sieht es so aus, als würde es wieder 3000 verschiedene Möglichkeiten geben, das hier zu beenden. Circa. Können auch 9000 sein. Gut, gehen wir mal da rein. Ach so. Es ist eine feine Sache. Aber das hält einen dann davon ab, hier zu sterben. Okay. Passiert, wenn ich hier reingehe? Ah. Ich glaube, das war sehr, sehr offensichtlich, dass sowas passieren würde. Gut, dann gehen wir mal hier so lang. Da. Zack. Lauf. Ja. So, guck mal hier. Hä? Da wird doch was bei rumkommen jetzt, oder? Zack, rein da. Juhu! You are Was bin ich? You are Awisome. Ich bin Awisome. Ja, schön. Ich find's toll, dass ich Awisome bin. When I get awesome, I just stop being awesome and be Awisome instead. Ja, das macht doch Sinn. So, ich würde sagen, das geben wir uns jetzt hier nicht weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Link zu dem Hack ist wie immer in der Videobeschreibung, falls ihr den spielen wollt.
Ach, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und Link zu dem Hack ist wie immer in der Beschreibung, wenn ihr den spielen wollt. Und ich würde sagen, tschüss und Link für den Hack ist mal wieder in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Bis dann, tschüss. Ratet mal, warum ich das so oft gesagt habe. Denkt ganz kurz drüber nach. Vielleicht findet ihr ja eine Lösung. Also, bis dann, tschüss.